Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Staffel 7 Days to Die. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt mittlerweile auf die Version Alpha 16.4 endlich abgegradet. Und zwar nach mehreren Monaten, wo sie mittlerweile draußen ist, ich dauernd auf der 16.2 festziehen. Weil das Problem war, wenn man die Version erhöht hat auf die 16.4, musste man letztendlich zwangsweise oder zu 90%iger Wahrscheinlichkeit musste man einen neuen Spielstand einfangen. Ja, das habe ich jetzt getan. Wir werden eine neue random generierte Welt gerade kriegen. Man sieht es gerade, sie lädt gerade hoch, die Welt. Und ja, dann werden wir eine neue Season, 7 Days to Die, anfangen und schauen mal, wie weit wir in dieser kommen. Ich hoffe ja, dass sie das Problem mit den respawnenden Zombies in Häusern ein bisschen besser gelöst haben. Und vor allem mein super Lieblingsthema, Hundehorde. Dass die mittlerweile zumindest erkennbar ist und nicht in einen drin spawnen. Also das hatte ich ja auch öfters in der letzten Staffel, dass ich eben das Problem hatte, dass ich zu 99,9% von der Hundehorde getötet worden bin, wenn ich mal gestorben bin. Ein einziges Mal bin ich von zwei Feral-Zombies getötet worden, die in einem Haus waren. War ein bisschen unglücklich, aber das mit der Hundehorde war echt jedes Mal scheiße. Und ich habe nur insgesamt, ich glaube, zwei Hundehorden habe ich überlebt, die restlichen leider nicht. So, wir starten das Spiel. Ich kenne die Map natürlich nicht. Sie ist random generiert. Ich hoffe, wir kriegen eine halbwegs sinnvoll random generierte Map. Also ich hatte auch schon random Maps letztendlich. Ich habe mich tot gesucht. Ich war 7 Tage lang unterwegs, habe keine einzige Stadt gefunden. Aber wir spawnen direkt vor einem Händler. Das hier müsste ein Händler sein. Und da ist eine Stadt. Okay, ich werde mich nicht wieder beschweren. Da ist eine Stadt, allerdings im Schneebiom. Und da oben ist ein Händler. Joa. Wir bauen uns jetzt erstmal das Wichtigste zusammen. Vielleicht was für den Einstellungen selbst. Airdrop alle 3 Tage. Er wird mir auf der Karte angezeigt. Ja, ob man das jetzt einstellen muss oder nicht, bleibt jedem letztendlich selbst überlassen. Des Weiteren, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad Krieger. Na, einsammeln bitte. Und Zombies laufen nur bei Nacht. Und wir spielen auf 60 Minuten Tag-Nacht-Zyklus. Ich hab's mittlerweile in der letzten Staffel hatte ich das Ganze ja auf 50 Minuten geändert, weil es letztendlich jeder auf 50 Minuten hatte und so weiter. Aber mir war das echt zu stressig letztendlich. Also ich lasse mir gerne lieber ein bisschen mehr Zeit, looten ein bisschen mehr und so weiter, bevor ich mich hier von A nach B hetzen lasse. Nur damit ich rechtzeitig wieder zu Hause bin, wenn eben die Horde kommt oder die Zombies allgemein kommen. Muss nicht sein. So, wir brauchen Holz. Ja, da wäre, glaube ich, die bessere Alternative. Ich suche mir hier den ein oder anderen das normale Gestrüpp hier. Das hier zum Beispiel. Ich glaube, es reicht schon. Jupp. So, wir fangen natürlich einen neuen Spielstand an. Das heißt, wir fangen von Null an. Wir machen uns jetzt erstmal wieder die ein oder andere Axt. Wir werden erstmal wieder ins Spiel reinkommen müssen. Oder ich werde erstmal wieder ins Spiel reinkommen müssen. Denn ich habe es jetzt, das Projekt 7 Days to Die, habe ich ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Letztendlich, es wollte auch fast keiner mehr auf meinem Kanal sehen. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dieser neuen Staffel wieder. Wenn ihr euch die Folge anschaut, ihr könnt mir jetzt noch, ich nehme die relativ zeitnah jetzt im Moment auf. Das heißt, ich werde 7 Days to Die nicht mehr Wochen vorproduzieren, sondern ich werde eigentlich in der Woche, wo es kommt, auch 7 Days to Die zeigen. Es wird im Moment nur am, ich glaube, es war donnerstags. Mittwoch oder donnerstags kommt 7 Days to Die auf meinem Kanal. Schaut in die Kanalinfos, ich ändere da eigentlich fast jede Woche irgendwas und denke mir was Neues aus. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Dann seht ihr auch ganz genau, wann 7 Days to Die kommt. Und deswegen würde ich sehr gerne auch mal auf Anregungen von euch eingehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, wir wollen 7 Days to Die sehen. Allerdings würden wir gerne sehen, wie du auf nicht 60 Minuten Tag-Nacht-Zyklus spielst, sondern auf 120 Minuten Tag-Nacht-Zyklus. Von mir aus auch auf, was weiß ich, 20 Minuten Tag-Nacht-Zyklus. Würde ich mir auch antun, wenn sich dementsprechend viele Leute anschauen letztendlich. Würde ich es mir mal antun, sonst wäre es eher nicht so mein Fall, weil ich eher der Gemütliche in dem Sinne bin. Und mich nicht so gerne hetzen lasse. Ich hetze mich gern selbst, aber ich lasse mich ungern hetzen. So, wir haben jetzt hier lang genug drauf eingeschlagen. Wir brauchen ein bisschen Holz. Deine müssten erstmal reichen. Und ja, schreibt mir da mal rein. Auch sowas wie Zombies sollen immer laufen und so weiter. Dann würde ich ab Tag 7 wahrscheinlich die Zombies immer auf Rennen stellen und würde mir da was überlegen, wie ich halt dann dementsprechend da überlebe. Also eure Kreativität und meiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Tobt euch ruhig aus. Versuche auf alles einzugehen und was mir am sinnvollsten erscheint, werde ich auch umsetzen natürlich.
Ich muss mich sogar erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Bisschen zu viel Ark gespielt in letzter Zeit, glaube ich. So, mit S, Schnelltasten müsste ich aber halbwegs noch drin haben. Ich glaube, W war fertigen, S war zerlegen und so weiter. Sollte ich allerdings nach 2-3 Aufnahmen ohne Probleme wieder drin haben. So. Dann haben wir Holz. Das oben ist wirklich ein Händler. Dann starten wir dem doch eigentlich fast gleich mal einen Besuch. Aber allerdings, wir haben noch nichts, was wir annähernd verkaufen könnten. The Ranch! Ne, oder? Wie geil ist das denn? Sehr cool. Erstes Auto, kleine Ranch. Sehr schön. Okay, der Spielstand gefällt mir. Das fängt schon mal mega geil an. Oh Gott, ich habe mich schon nach den Dingern teilweise zu Tode gesucht und habe keine gefunden. Wie geil. Jetzt brauche ich noch einen Mining-Helm und ich bin glücklich und kann eigentlich schon wieder mit der Staffel aufhören, weil ich alles habe, was ich brauche. Sehr, sehr cool. So, können wir denn irgendwas verkaufen? Wir hätten das hier, was wir verkaufen können. Den Block. Allerdings, den einzuschmelzen bringt 500 Metall. Das ist auch nicht zu verachten. Aber wir schauen mal. Vielleicht finden wir, wir laufen mal zum Händler. Wir schauen mal, was der so hat. Wenn der überhaupt schon an Tag 1 auf hat. Ich war ehrlich gesagt noch nie beim Händler an Tag 1. Dabei spiele ich Seven Days to Die. Ich habe mittlerweile, wie viel sind es? Ich glaube 310 Spielstunden. Insgesamt zusammen bei dem Spiel. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wenig. Natürlich gibt es manche Leute, die haben da mehrere tausend auch schon drauf. Habe ich auch schon gesehen. Einer, der hatte 2000 Spielstunden. Da habe ich erstmal gefragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Er hat nur gemeint, arbeiten auf keinen Fall. War ein Fachinformatiker. Aber naja, die können sowas währenddessen. So. Ein paar Federn, die nehmen wir sehr gerne mit. Gerade am Anfang werde ich da einige brauchen. So, beim Händler dürfte wahrscheinlich auch schon der erste Zombie rumlungern. Allerdings so, wir haben noch gar nichts gecraftet und ich habe mich eigentlich auch noch nichts um nichts gekümmert. Dann fangen wir doch mal an. Wir fertigen gleich mal einen Schlafsack. Genug Pflanzenfasern habe ich eingesammelt. Dann machen wir einmal die Quest durch. Dann kriegen wir jetzt sowieso, die nächste Quest müsste, glaube ich, sein, craft dir eine Steinaxt. Die haben wir ja schon. Und dann machen wir das auf jeden Fall mal, bis der Bogen letztendlich kommt. Und dann gehen wir in Richtung Händler. Dann würde ich mir nämlich schon mal auf der Karte markieren, falls es der einzige in der Nähe ist. Aber bis jetzt, Ranch, gleich im ersten Auto, Händler, gleich in Sichtweite, eine Stadt gleich in Sichtweite, also, boah, Glück ist auf meiner Seite heute. Wir haben mal wieder einer der Zeitpunkte, Lotto zu spielen, glaube ich. So, wir müssen da hoch. So, das wichtige Zeug nehmen wir noch mit. Allerdings, ich muss natürlich hier nebenbei A, Vogelnester einsammeln. B, na, sah so aus wie ein Vogelnest. B, noch ein bisschen Steine, Holz und so weiter. Gerade am Anfang braucht man wirklich sehr, sehr viel davon. Damit man schon mal eine kleine Grundausrüstung sich überhaupt zusammenbauen kann. So, was ist denn überhaupt unsere nächste Quest? Schlafsack? Ach, platzieren. Können wir eigentlich aber mal machen. Denn falls wir doch drauf gehen, haben wir zumindest hier einen Schlafsack schon mal. Denn die Gegend finde ich eigentlich cool. Sehr cool ist, okay, das ist normal. Naja, das ist noch kein richtiges Wüstengebiet. Das ist diese, ja, Tundra? Nennt man es Tundra? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall nicht das exakt richtige Wüstengebiet, weil im richtigen Wüstengebiet finde ich Vogelnester wie sonst was. Mais. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Steinaxt. Dann machen wir uns schnell nochmal eine neue Steinaxt. Der erste Zombie höre ich schon. Da ist er. Gott sei Dank ein Kriecher, der kann mir nicht hinterher. Nur, dass ich schnell. So, das. Wie jetzt? Man kann die brennende Fässer nicht mehr klauen. Schade. So, wir schauen mal rein, was der Gute denn so zu bieten hat. Tür zu. Ah, vielleicht finden wir... Ah, wir finden hier beim Händler natürlich auch ein bisschen Material zumindest. Vielleicht, was wir irgendwas verkaufen können. Vor allem können wir mal schauen, ob er eine funktionierende... Er hat eine funktionierende Werkbank. Das ist auch gut zu wissen. Oh, Klamotten nehmen wir auch gleich mal mit. Das werden wir alles verkaufen und dann schauen wir mal, was wir für unser kleines Geld kriegen. Ja, ich kann hier nichts abbauen. Hier lag aber auch schon mal mehr Loot rum bei dem Händler. Kommen wir ein bisschen wenig vor.
Bisschen wenig, nur es hat er wenigstens noch irgendwas Sinnvolles liegen. Der hat er gar nichts. Mal einen gescheiten Mülleimer oder sowas. So, Getränkeautomat. Zerlegte Schmiede, allerdings mit Stahlpfeilen. So, die Dinger hier, die bringen uns gar nichts. Da wir hier alleine auf dem Server sind, mal wieder. Seven Days to Die, ja, ich wollte es auch mal im Multiplayer spielen, das Ganze. Ein Freund von mir hat sich das Spiel auch gekauft, nur leider funktioniert das Spiel bei ihm überhaupt nicht. Nee, man kann die echt nicht mehr einsammeln, schade. Da stürzt nämlich das Spiel ab. Alle 2-3 Minuten stürzt bei ihm das Spiel ab und er hat schon wirklich alles probiert, aber irgendwie klappt das bei ihm nicht. Auch mit verschiedenen Versionen, 32-Bit, 64-Bit und so weiter und so fort, nur irgendwie geht das nicht. Deswegen, ja, erstmal wieder solo unterwegs, bis ich jemand anders finde, der mit mir Seven Days to Die spielen möchte. In einem Projekt. Time is money. So. You don't have any. So, dann schauen wir mal. Wir hätten, ja, 8000 kann ich vergessen. So, was haben wir hier Schönes? Hier ist nichts Sinnvolles. Dann haben wir hier Wired. Oh, sie haben den Händler. Es gibt nicht mehr zweimal alle und so weiter. Sie haben den Händler verbessert, das ist schon mal schön. 410er Wired-Tool für 1000. Okay, 1000 wird allerdings auch eher nicht möglich sein. Gut, hier brauchen wir nichts. Tierfett, Secret. Stoffbrustpanzer. Okay, cool. Wir verkaufen erstmal ja, alles, was wir am Anfang jetzt erstmal nicht brauchen werden. Das steigert natürlich schon mal unseren ja, Händler letztendlich hoch vom Level. Sollte es zumindest. Aber bis jetzt war ich noch nichts kurz. Warten wir mal ab. So, wir haben dann Axt, die können wir nicht verkaufen. Die Federn, die brauchen wir selber. Das Nitrat, das behalten wir auch auf jeden Fall. Hier können wir verkaufen, die werden wir erstmal nicht brauchen. Genauso wie die hier, die bringen immerhin 34. So, das Ding hier, das bringt nur 36, das behalten wir. Die behalten wir auf jeden Fall. War aber klar, dass ich von ihm erstmal nichts kriege, letztendlich, was mir irgendwas bringt. Aber ich wollte ihn auf der Karte markieren. So, dann Weg. Punkt speichern. Wo haben wir es? Händler. Händler. Bingo. So, dann machen wir uns einmal. Da ist eine Stadt. Das ist die, wo ich gesehen habe. Wenn wir jetzt aber schon mal auf dem Hügel hier sind. Hier sieht die Aussicht relativ gut. Da oben müsste auch ein Gebäude sein. Das ist ein Nest. So, was brauchen wir überhaupt? Wir müssen uns Pflanzen, Klamotten herstellen. Gut, dazu brauchen wir noch die eine oder andere Faser. Dann nehmen wir die schnell mit. Wir brauchen auch mal wieder unsere Ausdauer. Da bin ich ja ein Freund von, möglichst effektiv alles zu verbrauchen und so weiter. So, Bäumchen brauchen wir auch. Holz brauchen wir vor allem. Und ich bräuchte das ein oder andere Reh. Axt. Denn ich bin ein Fan davon, dass ich mir wirklich gleich an Tag 1 eine Schmiede hinstelle. Allerdings ohne Reh geht es zwar, wenn man dementsprechend die passenden Gebäude findet, also mit einer Ledercouch beispielsweise drin. Dann ist das auch ohne Probleme machbar, aber sonst hat man schlechte Karten. Hier, das ist die einzige Stadt, die ich sehe, zumindest in der Nähe. Deswegen werden wir da halt dahin gehen. Und wir machen uns schnell mal die Klamotten auf jeden Fall. So, das. Und das. So. Dann einmal nach unten. Möglichst ohne sich den Fuß zu brechen. Halt. Vogelnester. Logischerweise nehmen wir alle mit, die wir auf dem Weg sehen. Beim Rest bin ich ein bisschen, ja. Restliches Zeug finden wir eigentlich überall. Nur Vogelnester habe ich teilweise echt Probleme gehabt. Kann eigentlich auch wieder mit der Version zusammengehangen haben, das Ganze. Die haben ja jetzt 16.4. Ist jetzt, läuft schon länger und ich glaube auch nicht, dass nochmal eine neue Version kommen wird vor der Alpha 17. Die hoffentlich auch irgendwann in den nächsten Monaten kommen wird, weil da haben sie Verbesserungen drin. Holla die Waldfee. Also unter anderem, es kommen Autos, es kommen Motorräder, es kommen NPC-Zombies sollen kommen, nicht Zombies. Also NPCs sollen kommen, mit denen man handeln kann. Dann ein Quest-System wird eingeführt und so weiter und so fort. 10 Millionen Neuerungen, die jetzt alle nicht schlecht sind. Auch relativ weit weg, die Stadt. Liegt ein bisschen arg komisch. So Schnee, Wasser, allen drum und dran. Was ich gerne in der Nähe hätte, wäre ein verbranntes Biom. Da hatte ich beim letzten Speicherstand nämlich auch ein kleines Problem.
dass kein verbranntes Biom in der Nähe war. Und im verbrannten Biom hatten wir nämlich die besten Chancen auf Nitratpulver. Was im späteren Verlauf des Spiels mega wichtig ist. Weil man sich einfach die Munition herstellen muss. Und dazu braucht man das Zeug einfach. Und das kommt extrem selten vor. So, da sind die ein oder anderen Zombies bereits. Ich sollte mal anfangen, mir das Zeug zu craften. Aber vorher machen wir die Quest. So, dann müsste, glaube ich, als nächstes müsste sie hoffentlich schon kommen. Und zwar Pfeile und... Nee, Holzknüppel erstmal. Gut, dann stell den noch her. Ich bin nach wie vor leider nicht der Fan von Nahkampfwaffen. So, jetzt haben wir's. Pfeile, sehr schön. Pfeile. Holzbogen. Danke. So, wir gehen, bis wir das Zeug haben, natürlich jedem zum erstmal großteils aus dem Weg. Joa, zwei Gläser. So, da haben wir eine kleine Hütte. Die werden wir uns auf jeden Fall einmal auseinandernehmen. Wenn sie denn jetzt nicht von Zombies umlagern ist. Denn ich muss leider erstmal warten, bis meine Pfeile fertig gecraftet sind und dann meine Pfeil und Bogen endlich fertig ist, dass ich den benutzen kann. Oh, die kleinen Bäume zerlegen noch so lange. Da ist ein Füllnest. Oh, das ist sogar ein richtiges Häuschen. Ich hätte es eher für eine Garage oder sowas gehalten. Klopfen wir mal freundlich an und schauen mal, wer da ist. Na, wie Sie hören, hören Sie nichts. Vielleicht sehe ich dann auch gleich, wie es ist mit dem Zombie-Nachspawn in der Hütte. So, da liegt auf jeden Fall einer und da liegt noch 3, 4. Einer ist wach. Wach ist doof. Ich brauche meinen Bogen. Hilft alles nichts. Abbrechen. Nüppel. Bogen bitte. Danke. So, 2. Wie viel haben wir? 43 Pfeile. Das reicht auf jeden Fall für die Zombies, die hier drin sind. Oder auch nicht. Ja, wenn alle wach sind, dann eher nicht. Sind die despawned? Die sind despawned. Bitte nicht immer noch das gleiche Problem. Oh, ich habe das un... Nee, das ist der, wo ich gerade getötet habe. Ich habe das ungute Gefühl, dass es genauso wieder anfängt wie in der Alpha 16.2. Dass ich in einem Haus drin bin und 10.000 Zombies in diesem Haus nachspawnen. Und die 10.000 Zombies sind in diesem Fall nicht übertrieben. Noch eine Ranch. Alter, eine Dreier-Ranch. Joa. Also ich weiß nicht, entweder die haben da wirklich auch was nachgebessert. So, da oben ist ein Kochtopf. Den nehmen wir doch glatt mit. Und ein Nest. Nehmen wir auch glatt mit. Ist übrigens auf den Häusern oder in diesen Häusern immer da. Wenn das einer auch noch nicht wusste, schaut auf den Schränken wirklich mal nach. Das lohnt sich teilweise. Gerade zumindest am Anfang, wenn man einen Kochtopf braucht, um beispielsweise für sein Feuerchen Wasser abkochen. Zwei Nester. Und wir werden nebenbei, werde ich dann schon mal weiter Pfeile herstellen, denn wir werden gerade in der Stadt einige brauchen. So, jetzt die Frage, ja, schwimmen eher doof, wir laufen auch so rum. Die bessere Alternative auf jeden Fall. So, dann, wir hätten ja eine Ranch. Ich könnte ja schon das ein oder andere Auto auch auseinandernehmen. Allerdings sind wir vom Platz her natürlich sehr begrenzt. Deswegen lassen wir das Ganze erstmal. Und wir werden erstmal zur Stadt laufen. Dann schaue ich mal in der Stadt, vielleicht finde ich da irgendwie einen Laden. Normalerweise finde ich ja immer einen schnellen Laden, wo Leder hat. Dann brauche ich nur noch 2 Rohre. Die finde ich ab und zu in Mülltüten oder in Abfalleimern hauptsächlich. Oder auch in Autos. Ah, ein... Ah, wieso ist mein Fadenkreuz? War das Fadenkreuz schon immer weg, wenn man reingesucht hat? Ich glaube schon. Man sieht es, glaube ich... Ah ja, man sieht nur das Auge, wenn man geduckt ist. So. Ah, hast du irgendwas Sinnvolles dabei? Joa, Eisenschaufel. Nehme ich gerne. Gerade wenn ich mir noch keine herstellen kann.
Oh, Vogelnester habe ich diesmal aber relativ viele. Hatte ich schon mal schlechter. So, okay. Allerdings, für die erste Folge war es das Ganze jetzt dann eigentlich schon wieder. Wie gesagt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wie ich dieses Spiel angehen soll. Schreibt mir das rein, wenn zum Beispiel die Zeit begrenzt sein soll oder die Zeit sehr hoch sein soll oder längere Nachtphasen, mehr Zombies beim Blutmond und Wildschwein und so weiter und so fort. Schreibt mir das bitte mal. Wildschwein nehmen wir noch mit. Das gibt nämlich... Hallo? So, sehr schön. Problem. Oh, ein Knochenmesser. Ja, komm. Das machen wir noch. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, wie ich das Spiel spielen soll. Bin da wirklich offen für alles. So, wir brauchen das hier nicht. Wir brauchen... Das hier brauchen wir nicht mehr, wir haben einen Kochtopf. Und ja, sonst sage ich, für diese Folge war es das. Ich werde jetzt das Schwein offline auseinandernehmen, wahrscheinlich schnell. Aber dann geht es an der gleichen Stelle hier weiter in der nächsten Folge. Die nächste Folge werde ich noch vorproduzieren, aber allerdings ab der dritten Folge würde ich dann wirklich auf Wünsche eingehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage eigentlich, macht's gut, bis zur nächsten Folge.